Eine häufige Frage lautet, ist der Sci-Fly-Antrieb nicht das gleiche wie Shimano Biopace? Dazu müssen wir sagen, nein. Shimano Biopace, wie ihr schon seht, ist ein ovales Kettenblatt. Der Sci-Fly-Antrieb ist eine Mechanik bestehend aus einer Viergelenkkurbel, einem umlaufenden Stirnradgetriebe und einem ovalen Kettenblatt. Und zurück zu Biopace. Biopace in den 80ern entwickelt, ist ein Kettenblatt, was relativ gering bzw. über einen relativ kleinen Ovalitätsfaktor verfügt. Man sieht das schon. Ich muss also ein rundes Kettenblatt dranhalten, um zu sehen, dass hier also tatsächlich ein ovales Kettenblatt vorliegt. Bei Biopace ist es zusätzlich so, dass die Ovalität in dem Bereich, wo ich die Kraft einleite, das heißt also in der Kurbelstellung um 3 Uhr, dass der Teilkreisdurchmesser kleiner ist, das heißt, ich schalte in einen leichteren Gang und in der Kurbelstellung auf den Todpunkten befinde ich mich also in einem größeren Teilkreisdurchmesser, das heißt, es handelt sich um einen schwereren Gang. Bei den modernen Kettenblättern, wir haben jetzt mal hier ein Sci-Fly-Kettenblatt, ist es genau um 90 Grad versetzt, dieser Effekt. Das bedeutet also, man hat in dem Bereich, wo man die Kraft einleitet, also auf 3 Uhr, einen großen Teilkreisdurchmesser. Man verlangsamt so dementsprechend auch die Winkelgeschwindigkeit am Kettenblatt. Und der Grund dafür ist, dass also festgestellt worden ist, dass die Muskelkontraktion bzw. die Kraftentfaltung an den Muskeln besser funktioniert, wenn die Winkelgeschwindigkeit einen gewissen Wert, einen etwas langsameren Wert hat. Und deshalb ist es also sinnvoll, in der Phase der Krafteinleitung auch in einen schwereren Gang zu schalten. Auf den Todpunkten ist es dann so bei dem Sci-Fly-Kettenblatt, dass ich also einen kleinen Teilkreisdurchmesser habe. Das heißt, ich schalte in einen leichten Gang und überwinde die Todpunkte dann dementsprechend schneller. Ja, wie ist dann der Effekt von Sci-Fly und dem ovalen Kettenblatt? Wir haben ja hier durch dieses Viergelenk von Sci-Fly eine Verlängerung der Tretkurbel in dem Bereich um 3 Uhr. Die wird aber nicht nach vorne verlängert, sondern nach hinten verlängert. Und das führt dazu, dass ich auch eine höhere Winkelgeschwindigkeit habe. Jetzt habe ich aber das ovale Kettenblatt, was wir also als Harmonisierer sozusagen genau dagegen schalten. Und das heißt, wir heben diese langsamere Winkelgeschwindigkeit auch wieder auf. Und wir konnten in Messungen zeigen, dass wir also mit der Winkelgeschwindigkeit in diesem Sektor uns vergleichbar mit einem runden Kettenblatt bewegen. Ja, ist dann aber so, warum fühlt sich Sci-Fly noch ein bisschen anders an, wenn ich das erste Mal fahre? Das hängt damit zusammen, dass ich also in den Todpunkten noch eine etwas langsamere Winkelgeschwindigkeit habe als bei einer normalen Tretkurbel. Und dadurch habe ich am Anfang so ein bisschen das Shimano Biopace-Gefühl tatsächlich. Das heißt, ich habe ein bisschen langsamer Überwindung des Todpunktes und komme dann aber in die Abwärtsbewegung rein, wo ich eine sehr gute Kontraktionsgeschwindigkeit für die Muskeln habe und habe dementsprechend die positiven Effekte überlagert.